Hey Leute, ich bin's wieder, Rotax, und herzlich willkommen zurück zum Sörtagebuch hier auf katcon.de. Ja, und dieses Mal mit meiner Geburtstagsfolge, ich nenne es mal so irgendwie. Und jo, ich habe mal für meinen Geburtstag quasi so ein kleines Event, wie man es auch immer nennen mag, bei Virotax vorbereitet. Und zwar lief das Ganze halt irgendwie so ab. Ich habe da mal fett rumgeleckt mit den Schildern der Kiste. Nee, Spaß. Auf jeden Fall, das Ganze lief irgendwie so ab. Ich habe da alles komplett voll mit Kuchen geklatscht. Ich habe hier ein paar Dispenser aufgestellt mit irgendwelchen Preisen. Ich habe ganz viele Kakteen verschenkt. Ich habe Feuerwerk aufgestellt und der Toast hat mir ganz, ganz viel Feuerwerk gespendet hier, also auch gemacht und auch Creeperköpfe und richtig, richtig krasse Sachen auf jeden Fall. Also echt nice, danke nochmal an Toaster für die ganzen Feuerwerkspenden hier. Ein paar Raketen habe ich ja selber gehabt, auch eine, zwei Creeper-Raketen und die sind ja richtig teuer, da braucht man einen Wiederkopf dafür. Und jo, von dem her, ja, war schon richtig teures Feuerwerk. Deswegen habe ich da auch irgendwie 99 Kalis pro Rakete verlangt und ihr habt es gerade gesehen. In den rechten Dispenser habe ich so Eistee-Autogramme reingemacht, zwei Stück, ein paar Kakteen, ein paar Diamanten, Eisen, Kohle, das übliche halt. Jo, und hier in dem linken waren halt nur Kakteen drin, einfach, dass die Leute, ja, so, keine Ahnung, so bei der Kiste halt ein bisschen drücken können. Und das Ganze lief halt dann so, aber ich habe hier alles komplett mit Kuchen geklatscht, ihr seht es gerade, wunderschön. Also ich fand es richtig nice, wie Rotax dann nachher aussah. Das muss ich unbedingt wiederholen und vielleicht nochmal im größeren Maßstab irgendwie anders vielleicht noch. Es hat mir auf jeden Fall richtig, richtig Spaß gemacht, hier einfach alles zuzuklatschen mit Kuchen. Und ich finde, es hat eigentlich zum Schluss ganz gut ausgesehen. Am Anfang dachte ich so, das wird jetzt vielleicht ein bisschen doof aussehen, wenn ich da alles mit Kuchen zumache. Aber im Gegenteil, irgendwie nachher hat es mir sogar sehr gut gefallen. Hier noch ein paar Raketen geschossen mit dem Toaster, also werden mir richtig, richtig viele Raketen gecraftet. Da muss ich mich echt bedanken nochmal dafür. Und ich bedanke mich dann auch noch bei allen Leuten, die mir hier quasi Kuchen geschenkt haben. Und dann habe ich hier noch ein paar so Schilder aufgestellt, irgendwie so, ja, da ich ja Geburtstag habe, habe ich mir gedacht, ich mache diesen ganzen Virotax mal mit Kuchen zu. Und das war irgendwie ganz lustig, denn ich fand es einfach passend. Was soll ich machen? Ist halt so. Das soll es nicht irgendwie heißen, hey, der Rotax hat Geburtstag, schenkt ihm irgendwas. Ich wollte es einfach nur sagen, so quasi, weil mich haben ja ganz viele Leute ingame gefragt, ja, du hast ja Geburtstag, ich will dir irgendwas geben oder kann ich das mal machen oder kann ich das mal. Und da waren wirklich ein paar Leute da und die haben auch gefragt, ob die mich am 3. Juli sehen und so. Und ich dachte dann so einfach einmal für die Leute, die da gefragt haben, stelle ich da ein paar Schilder auf und sage so quasi, hey, ich habe zwar am 3. Juli Geburtstag, ich werde da aber leider nicht da sein. Deswegen mache ich jetzt schon mal alles voll mit Kuchendeko, damit ihr auch irgendwie was zum Essen habt, damit ihr ein bisschen was zum Feiern habt, ein paar Raketen abschießen könnt, euch ein paar Preise holen könnt, also so ein bisschen Community-Event-mäßig halt. Ich habe da auch gar nichts in den Global Chat oder so geschrieben. Das war alles rein übers Forum, über die Screenshots, über die Sachen, was ich da quasi in meinen Thread gepostet habe. Und da waren richtig viele Leute da. Ich habe mich da echt gefreut über jeden Einzelnen, der gekommen ist. Und ich weiß wirklich nicht, wie viele Leute da waren. Es waren extrem viele. Und ja, der Masterer42, bei dem muss ich mich auch nochmal mega bedanken für die ganzen Kuchenspenden. Der hat mir, glaube ich, ein Inventar voll Kuchen gespendet für die ganzen Dinge. Und ihr seht es gerade hier, stelle ich halt dann alles auf. Und nachher habe ich halt das komplette Land, also Unlock gemacht, damit die Leute hier auch essen können, wie sie wollen. Und ich muss sagen, der ganze Kuchen wurde innerhalb, also das war am 1. Juli, wo ich das hier platziert habe. Und ich habe das dann quasi am 3. Juli waren zwei oder drei Kuchen insgesamt noch da. Also da wurde richtig viel Kuchen gegessen von der Community. Und das finde ich einfach richtig, richtig nice. Und von dem her echt nochmal ein Danke, für alle, die da waren, für alle, die mir irgendwas geschenkt haben, für alle, die auf meinen Geburtstag nicht vergessen haben. Man freut sich ja doch, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn irgendjemand an euren Geburtstag denkt, das ist doch mal was Schönes. Und ja, warum auch nicht hier auf CutCon mit der Community ein bisschen was machen, ein bisschen Kuchen platzieren, ein bisschen Kuchen essen gehen. Hier der Toaster, wie gesagt, mit dem habe ich extrem viele Raketen gecraftet, oder besser gesagt, er hat sie gecraftet, ich habe sie dann verschossen. Und eben nochmal danke an den Masterer für den ganzen Kuchen und für alle Leute, die mir einfach was zum Geburtstag geschenkt haben. Hast du ja schon letzte Folge gesehen, ein paar Leute waren schon da, haben wir einen Kuchenkopf geschenkt oder einen Geschenkkopf geschenkt, also richtig, richtig nice von den ganzen Leuten hier. Ich kann die Community hier auf CutCon immer nur loben, also feiern einfach nur. Es gibt zwar ein paar schwarze Schafe dabei, das muss ich schon sagen. Aber gut, die hat man immer, die hat man in jeder Community. That's life, da kann man nichts machen. Aber so im Großen und Ganzen habe ich das richtig cool gefunden. Und hier der Goldpreis so, hey, bist du der Typ auf YouTube? Und ich so, ja, und der so, nice. Und keine Ahnung, ich feiere das halt irgendwie, wenn mich irgendwie Leute wiedererkennen. Und kennt ihr wahrscheinlich selber, das ist einfach ein cooles Gefühl. Und jo, wie gesagt, einfach mega Aktion hier mit dem Kuchen. Ich fand das richtig nice, dass einfach alle dann kommen, sie den Kuchen gegessen haben. Genauso wie hier der Doxlister gestanden vor dem Dispenser und hat gemeint, er macht den jetzt leer, wurscht, was da passiert. Und die Eistee-Autogramme waren da sowieso schon raus, die wurden da schon gewonnen. Auch die Dias waren schon größtenteils raus. Da hat jetzt quasi nur noch das restliche Eisen, die restlichen Kakteen hier bekommen. Und ich habe es halt lustig gefunden, da schnell eine Glocke anzuschließen. Ich hoffe, ihr versteht mich gerade überhaupt noch. Und ja, habe ich halt irgendwie gefeiert. Ich weiß nicht warum. Hat Spaß gemacht. So, und
Da hat dann eben der Fußballking gesagt, hey, Rotax und der Flo, geh mal kurz auf S1, ich musste da was zeigen, da wollte er was von dir. Und in der Zwischenzeit, wo ich auf S1 war, haben die hier quasi gedreckt ab. Haben wir auch Rotax platziert. Der Fußballking ist ja hier geedet bei den Köpfen, weil das ja seine sind. Und ich fand es einfach so lustig. Da kommen wir zurück und steht einfach bei seinem Warp gedreckten ab. Ja, das kann man mal bringen. Aber dafür, was die mir zum Geburtstag geschenkt haben, das war einfach nur mega. Ihr seht es wahrscheinlich hier schon. Hier mal ein wunderschönes ja, ich kann das leider nicht aussprechen. Ein Skelettschädel. Redstone-Truhen, ein paar Falltüren, ein bisschen Cobblestone und Otax. Das R, glaube ich, haben sie nicht mehr, da waren sie nicht mehr geedet. Das war das Lustige, die haben einfach das Rotax-Schild da rechts von der Wand, ihr seht es vielleicht gerade im Hintergrund runtergerissen und ich lese es mal vor. Alles, alles Gute von den Totern, du Typ, get wrecked nap, du YouTuber. Bleib nicht wie du bist und zockt nackt und bleib VIP, du weißt, was das heißt. Das ist ein kleiner Insider mit Flo, das gehe ich mal nicht drauf ein. Nein, ehrlich, du bist gut, alles Gute zum Geburtstag. Feier schön und lass dich gut beschenken. Vielleicht lässt dein Vater ein bestimmtes blaues Auto springen. Ja, das ist auch ein Insider mit dem Flo. Wer vielleicht. Spaß nicht auf CutCon wünschen, die hässlichen Menschen. Nee, Spaß, nur Leon ist hässlich. Also, ich habe das so gefeiert, das Buch. Stell da keine unanständigen Dinge an. Rolf Jolo, Toffler Jolo Swag, liebe Grüße, Thomas. Frag mich nicht, warum der Flo da Thomas drunter geschrieben hat. Weder der Fußballking noch der Feutraner heißen Thomas. Naja, Jolo und so. Auf jeden Fall über das Buch habe ich mich mega gefreut. Das war einfach so lustig zum Durchlesen. Alleine das Get Wrecked Nap, was da auf meinem Warp fett mit Schildern gestanden ist. Das fand ich schon so einfach nur voll nice. Und hier habe ich eben nochmal Danke an den Feutraner und den Fußballking rangeschrieben. Einfach weil es, wie gesagt, überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, einen Skelly-Kopf herzuschenken. Das ist einfach nur krass. Und ja. Was ich noch sagen wollte, zu den Geschenken, da alle, die was geschenkt hat, wirklich danke, danke, danke. Und ja, wie gesagt, ich kann nicht oft genug Danke sagen. Es waren ja so viele Leute da und haben wir irgendwelche Bücher zugeworfen, das seht ihr dann später noch und haben wir einfach irgendwas gegeben und das fand ich einfach so nice, einfach so nette Gesten. Und ja, wie gesagt, danke nochmal an alle. Und auch danke an alle, die da mitgemacht haben bei diesem Kuchen-Event, beim Dispenser-Event, bei den Feuerwerkraketen, einfach für die ganze Community da, die quasi da in den Geburtstagstagen in Form den Herrn Rotax bei mir am Warp ein bisschen mit mir gefeiert hat, ein bisschen Blödsinn mit mir gemacht hat. Das fand ich wirklich ganz schön. Und da wollte ich mich bei euch nochmal bei allen bedanken. Und wie gesagt, zu dem Buch nochmal von vorhin, Alter, ich fand das so nice, einfach nur die Idee. Auch mit den ganzen Insidern da drinnen, die wir so im TS haben. Mit dem zum Beispiel zockt nackt, wisst ihr, ich sitze hier immer komplett nackig, splitternackt und kommentiere die Live-Videos nach und ich zocke ja auch nackig, also von dem her, ja, das ist halt so, da kann ich nichts machen. Nee, Spaß. Auf jeden Fall, ich glaube, da haben ein paar Leute die Videos geguckt und gesehen, dass man da ein paar Tiers verdienen kann, wenn man da oben rumläuft. Und ja, ich habe es gerade gesehen, ich habe da, glaube ich, einen halben Stack drinnen gehabt im Inventar. Und wenn nicht, dann hole ich ihn später noch. Irgendwann steht auf jeden Fall mit einem halben Stack Tiers. Denn die Tanzplattform bei Virotax ist ein richtig schöner Ort, die sitzt da gerade am Schild. Und die Leneli, die war da. Oder Leneli, ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht. Der Doxel war, oder die Doxel war da. Der Sunfarmer war da. Der Sebsen war da. Der Nico war da. Und richtig viele Leute hier beim Start. Der Jan Pi war auch da. Und die haben sich gedacht, ja, gehen wir mal ein bisschen Dias verdienen. Und es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ich hole dann nachher, glaube ich, nochmal Nachschub. Man kann ja nie genug Dias haben. So, da. Ja, und was die da oben machen, frag mich am besten nicht. Ich kann da selber nichts dazu sagen. Alter, und ich muss ja was trinken. Hier drin hat es gefühlte 87 Grad. Ober- und Unterhitze natürlich. Ich wohne ja im Backofen, wie die meisten von euch wissen. Ja, und wie gesagt, es ist einfach nur krass. Gerade deswegen muss ich mal wieder was trinken. Sorry fürs Räuspern. Ja. Und da habe ich nochmal so ein bisschen Dias geholt. Für die lieben Leute, die sich da oben den ganzen Tag für mich hinstellen. Und ein paar nette Posen machen. Ich finde das einfach so lustig, tut mir leid. Auch wenn es ein bisschen blöd kommt, da jede Folge rumzuhängen jetzt bei der Plattform. Aber ich finde es einfach lustig, wenn die Leute da oben tanzen und ein paar Dias bekommen. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, ein paar Dias springen zu lassen, einfach weil es lustig ist. Natürlich braucht ihr dann Mädchenskin. Also so geht das nicht. Ihr könnt euch da nicht raufstellen und einfach irgendeinen Blödsinn machen. Nee, nee. So geht das nicht, liebe Community. Liebe Leute, das geht auf keinen Fall so. Und diese Lenny, die ist gerade noch so durchgekommen, weil sie eine Hotpan an hat. Also oben, da wird schon ein bisschen mehr Haut wie beim Best kann fehlen. Also ganz ehrlich, das geht gar nicht. Und der Sebsen und der Jan Pi, die haben da überhaupt keine Chance da oben. Ich meine, hallo, mehr angezogen kann man ja gar nicht sein. Nee, Spaß. Ich finde es einfach lustig und keine Ahnung. Das ist halt so ein Insider auch mittlerweile mit dem Best kann da. Der mich da immer ein bisschen ablenkt am Verotax, an dieser wunderschönen Plattform hier, die jetzt wirklich einen Fixplatz hat. Also die kommt da auch nicht mehr weg. Die bleibt jetzt da stehen für immer und für ewig. Also solange der Verotax da ist, wird auch diese Plattform da sein. Jo, und ihr seht's gerade, da haben wir richtig Spaß gehabt. Einfach nur mit den ganzen Leuten.
Und die zur letzten Szene, ich will schon mal so viel verraten, das Video ist ja bald aus. Leider ist es wieder bald aus. Boah, der Sandfarmer hat sich auch gerade nackig gemacht. Der ist jetzt gerade, der zieht sich ja langsam aus. Da sieht man schon diesen weißen Sand durchblitzen durch das rote Zeug. Alter, boah, der zieht sich ja komplett aus. Alter, ich hoffe, das kann ich nur auf YouTube zeigen. Der hat da nur mal einen Kopf was an. So. Ist ja wurscht, auf jeden Fall. Hat richtig Spaß gemacht hier. Und zur letzten Szene sage ich am besten nichts dazu. Die könnt ihr mal einfach so auf euch eingehen lassen. Da könnt ihr euch euren Teil bei denken. Ich kann nur so viel sagen, es war nicht meine Absicht, das aufzunehmen. Ja, hier sehen wir den Sandfarmer, den Nico und was der Doxel da hinten hier drin steht. Das hört sich so falsch an einfach. Das hört sich wirklich einfach nur so falsch an. Mit diesen Schleimblöcken beim Hintergrund. Tut mir leid. Ich muss gerade lachen. Ja, auch was dieser Sandfarmer da für einen Skin hat. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, dass er da unter seiner Tierrüstung. Nee, ich sag gar nichts mehr dazu. Ich habe ja gesagt, ich lasse die Szene auf euch wirken. Ciao, Leute. Euer Rotax. Und ja. Ciao.